Guten Morgen. In den letzten Tagen ist etwas passiert, was die YouTube-Welt so ein wenig auf den Kopf gestellt hat und eventuell die YouTube-Welt auch revolutionieren wird. Oder auch nicht. Über diese Thematik möchte ich mich mit euch heute austauschen. Es geht darum, dass Freely, the Banana Girl, das ist einer der größten und einer der ersten Kanäle, der sich mit veganer Ernährung, mit teilweise rohköstlicher Ernährung, das Water 4, das kam von ihr, auseinandergesetzt hat und der jetzt schon fast 10 Jahre existiert und sie hat ist einen Schritt gegangen, der bedeutsam ist und vor allem die Intention, die dahinter steht. Und also sie hat ihre Kommentarfunktion nach 10 Jahren abgeschalten und in den Kommentarfunktionen waren jeden Tag tausende von Kommentaren zu finden und sie hat es abgeschalten aus einem Grund, den sie quasi jemand anders hat erklären lassen. Also Jeff Bird, das ist auch ein YouTuber, der hat etwas gesagt, was ich euch jetzt vortragen möchte. Ich habe das in Deutsch übersetzt, also sinngemäß. Er hat das Englisch auf ihrem Kanal, ich verlinke euch den unten. Könnt ihr das auch in der Originalsprache nochmal anhören. Ich habe euch das Deutsch übersetzt und ja, sie fand, er hat einfach die richtigen Worte gefunden und hat dann auch noch was selber dazu gesagt. Aber in erster Instanz hat sie ihm das erstmal das Wort übergeben. Und ich möchte euch das jetzt vorlesen. Wie gesagt, ich habe das übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Sinngemäß. Jeff Bird. Ich empfehle, die Kommentare aller YouTube-Kanäle zu deaktivieren. Warum? Weil nichts mehr Positives daraus entsteht. Da ist kein gegenseitiger, grundsätzlicher Respekt als Konsens in der Mehrheit der Zuschauer. Dieser existiert nur in kleinen abgeschlossenen Kreisen innerhalb der Zivilisation, wie unter Freunden, im Sportverein oder zu speziellen Festivitäten. Also solltest du als YouTuber etwas tun, um dich zu schützen. Und das ist kein egoistischer Akt, sondern genau das Gegenteil. So etwas Wertvolles wie Mitgefühl und Nächstenliebe sind extrem selten in dieser Zeit geworden. Diese hochschwingende Energie und die damit verbundenen Werte kommen nur von Menschen mit einer hohen emotionalen Intelligenz. Du kannst heutzutage nicht mal sagen, dass sauberes Wasser sehr selten geworden ist, ohne dass irgendjemand kommt und sagt und kommentiert, du bist ein Idiot. Und dann kommt jemand, der diese Person auch einen Idioten nennt und so weiter. Und dann passiert das, was nur den Menschen zugute kommt, die Menschen kontrollieren wollen und ihre Macht stärken. Denn wenn sich der Hass und die Feindseligkeiten zwischen zum Beispiel Veganern und Fleischessern konzentriert, zwischen High Carbon und High Protein, zwischen AfDlern und Linken, zwischen allen möglichen Interessensgruppen, dann verlieren diese Menschen den wahren Feind ihrer natürlichen Energie aus den Augen. Den Egoismus und das Machtstreben der herrschenden Elite. Und diese Kleinkriege sind extrem effizient, weil man sich durch das eigene Ego, seinen Stolz und seine Identifikation mit irgendeinem Thema wunderbar betäuben kann und die wirklich substanziellen Dinge gar nicht mehr mitbekommt. Und deshalb ist die Gesellschaft krank, weil sie keinen Zugang zu ihrer substanziellen Energie hat. Was die Menschen normal nennen, ist einfach nur psychopathisches Verhalten und die Menschen, die meiste Popularität haben, sind die gesellschaftskonformen Marionetten der bestehenden Strukturen, um ihre Macht zu erhalten. Diese Marionetten der Macht sind Personen, die ihre Individualität beiseite legen und alles tun, um erfolgreich zu werden. Auf YouTube ist damit gemeint, dass sie einfach nur erfolgreich sein wollen und vor allem zur Unterhaltung beitragen und das sagen, was die Masse der Gesellschaft hören will. Unterhaltung auf der einen Seite oder das, was die Gesellschaft gerne hört, Bequemlichkeit auf der anderen Seite. Oder indem sie Kleinkriege anstacheln, indem sie polarisierende Dinge tun, wie ein lächelndes Duckface, das ist so ein Entengesicht, vor dem Ground Zero zu posten. Oder sich in eine Wanne zu legen voller Hähnchenschenkel und darin zu baden.
das sind die Videos, die am meisten angeklickt werden, weil man sich wunderbar darüber aufregen kann, auch in den Kommentaren, und sich gegenseitig dissen kann und damit die Realität aus dem Auge verliert. Menschen, die sagen, alles ist gut, die für Respekt und Toleranz werben, diese Menschen sind eine Gefahr für herrschende Strukturen. Ein Erwachen des kollektiven Geistes und das Bekämpfen von Hass und Abgrenzung ist die einzige Möglichkeit, die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Jeff Bird. Okay, möchte darüber mit euch reden. Das ist ein Thema, was sehr fundamental ist und sehr wichtig ist. Und zum einen, klar, einige werden auch Fuili unterstellen, dass sie mit dem Kritik und mit dem Hate nicht umgehen kann, der natürlich auch auf sie einprasselt aufgrund ihrer Thematiken. Aber sie macht das seit 10 Jahren und sie bekommt das seit 10 Jahren täglich, den Hate. Und ich glaube, da kann man ernsthaft wirklich ihr den Credit geben und zu sagen, okay, das ist tatsächlich der Grund. Zumal dieser Grund ja auch sehr glaubhaft erscheint und die Zusammenhänge da tatsächlich existieren und mir das auch durch den Kopf geht, diese Entwicklung von YouTube und wie Menschen in den Kommentaren miteinander reden und diese ganze Dynamik, ja, und die Kommentarfunktion, ja, so meint halt Fuili, ist einfach nur ein Ort geworden, wo Trolle kommen und wo sie provozieren und wo es gar nicht mehr wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung um das mit dem Thema geht, wo es nur noch Unterhaltung ist, wo es nur noch richtig und wo es nur noch falsch ist. Ja? Und weiter sagt sie dann in ihrem Video, dass die Menschen, das Verhalten der Menschen, wenn sie ein Video gucken, oftmals nur so ist, dass sie das Video gar nicht mehr voll aufnehmen oder überhaupt nicht aufnehmen, sondern direkt in die Kommentare scrollen und gucken, ja, wo gibt's Beef und das alles zusammen. Ja, wenn ich das so sehe, war dann YouTube-Kanälen, ich kann das echt nur bestätigen. Ich kann das nur bestätigen, dass bei YouTube, gerade bei Themen, die eigentlich so viel Potenzial haben, dass bei Unterhaltungsthemen, dass YouTuber, die nichts anderes wollen als zu unterhalten und viele Klicks zu haben und teilweise auch polarisieren damit, dass das darauf ausgelegt ist, dass da Beef gibt und dadurch der Kanal wächst und die damit Geld verdienen können. Vollkommen in Ordnung. Aber auch bei Kanälen, die wie meiner einen sehr, sehr hohen Idealismus haben, die anregen wollen, die tatsächlich was verändern wollen. Und da ist das schon mal ganz schön resignierend, wenn dann die Leute irgendwelche kleinen Dinge sich dann gegenseitig so hochschaukeln. Ne? Oder wenn Leute gar nicht die Thematik erfassen, sondern irgendwie nur auf Signalworte reagieren, wie zum Beispiel vegan, ne? Oder Bewusstheit oder Konditionierung. Ne? Und ja, also sie hat definitiv absolut recht. Also diese ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare diesmal, weil ich möchte mich mit euch austauschen. Das ist der Grund des Videos. Ich möchte euch nichts sagen oder vermitteln oder inspirieren. Ich möchte heute mich mit euch austauschen. Und ich habe selber bei mir das auch gemerkt. Ich hatte damals vor einem halben Jahr so eine Welle von Trollen, die von Hannas Kanal rübergeschwappt sind, wo es darum ging, was ich auch mit zu verantworten hatte, ich war ja da, bin dann auch in das Forum mal reingegangen, weil ich dachte, ich könnte irgendwie mit denen reden oder so, aber ja, das ist einfach diese Menschen, und das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so der harte Kern der Trolle gemeint, sondern generell die Gesellschaft, sie ist abgestumpft. Sie ist halt abgestumpft auf Unterhaltung konditioniert, auf dichotomes Denken, auf richtig oder falsch, und ich bin dafür und ich bin dagegen. Na, ganz einfach, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Die Menschheit ist richtig, richtig abgestumpft, was den Konsum der Medien angeht. Und die Medien selber sind natürlich dafür verantwortlich, ja? Und die Menschen, die dahinter stehen. Und da ist halt oft Geld der treibende Kern, der auch das ganze System am Laufen hält. Ne? Der erfolgreich sein will, der muss halt eben auch das erfüllen, um also die Gesellschaft anzusprechen, die Masse der Gesellschaft, dann macht das meiste Geld. Und damals habe ich ja auch die Daumenfunktion abgestellt, einfach wo ich mir über diese Dinge bewusst geworden bin,
das, da irgendwas zu tun dagegen. Facebook hat das ja auch damals, gibt es auch Daumen nach unten, Daumen nach oben, die haben das auch gemacht. Und einige YouTuber haben das auch schon vor mir gemacht und einige werden das nach mir machen, einige machen das auch aktuell. Und Freely schaltet jetzt ihre Kommentare ab, was ich einen noch drastischeren Schritt finde. Einfach um diese richtig falsch und einfach dieses Kontra einfach mal aufzulösen und einfach differenziert was in den Raum zu stellen, was anregen soll. Man macht, zumindest ich und Freely denke ich auch, diese YouTube-Videos aus dem Idealismus, nicht weil wir Geld verdienen wollen. Wie gesagt, ich rede jetzt mal nur für mich, nicht für Freely, dafür habe ich es lange nicht mehr geschaut. Aber bei mir ist es halt so, dass ich das mache, weil sich das richtig und gut anfühlt. Geld kann man mit vielen Dingen besser verdienen, ohne Frage, also schneller, mit weniger Arbeit. Aber das fühlt sich richtig und das fühlt sich gut an. Und ja, und ich bin dann halt am Überlegen, ja auch mit der Kommentarfunktion bei mir. Ich meine, bei mir ist es folgendermaßen. Also der Unterschied zwischen Freely und mir ist offensichtlich. Freely hat viel, viel mehr Kommentare als ich. Ich habe die Möglichkeit, das zu moderieren. Und das tue ich auch. Also wenn wer bei mir einen Kommentar hinterlassen will, oder wer bei mir kommentiert, diese Kommentare, die sichte ich, und wenn diese Kommentare respektvoll sind, wenn diese sachlich sind, wenn sie voller Nächstenliebe sind oder wenn sie in irgendeiner Weise noch vertretbar sind, weil nicht jeder ist an dem Punkt, dass er wirklich voller Liebe und voller Sachlichkeit und Respekt und Demut kommentiert, das sehe ich realistisch, aber jeder, der irgendwie auf einem Weg ist und der nicht eben nur provozieren möchte oder einfach nur seine Scheiße abladen möchte aus dem Alltag, der hat hier Raum. Aber das muss ich manuell moderieren. Und ja, und das ist Arbeit. Und das kann Freely natürlich nicht bewerkstelligen bei, weiß ich nicht, 80.000 Kommentaren unter einem Video oder so. Ich möchte das für mich, ich will einen Raum hier schaffen für Respekt, für Sachlichkeit, für Nächstenliebe, wo man sich bedingungslos wohlfühlen kann und wo ja solchen Angstmachern, ne, die halt immer ständig Angst machen, Dogmatikern, die ganz und natürlich auch Trollen, den möchte ich eigentlich keinen Millimeter Raum geben hier. Auch wenn das manchmal schwer fällt, weil ich eben insgeheim immer so denke, ja, jeder ist irgendwo auf einem Weg. Ne? Und aber es ist halt so, Energie folgt der Aufmerksamkeit und das ist auch nicht negativ gemeint. Also wenn ich euch auf dem Kanal jetzt hier, wenn ihr euren Kommentar nicht seht oder wenn ich euch gesperrt habe, dann ist das nicht so, weil ich euch irgendwie nicht mag oder weil ich nicht nachvollziehen kann, dass man auch mal kompensieren muss oder dass man eben in dieser Zweigleisigkeit drin ist oder dass man mich unsympathisch findet oder dass man denkt, ich bin irgendwie was auch immer. Das kann ich nachvollziehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe schon über Leute auch in einer gewissen Art und Weise gedacht und war so sicher und ja, bis ich dann vielleicht irgendwann mal vom Gegenteil überzeugt bin. Oder ich denke immer noch so, wenn ich kommentieren würde, würde ich vielleicht auch irgendwelche unreflektierte Scheiße schreiben, wenn ich unbewusst bin. Das heißt, es ist nichts Persönliches. Ne? Aber es ist halt so, dass dieser Automatismus und diese Unbewusstheiten, das unterstützt halt dieses ganze System. Das sind dann halt, wenn man halt in diesem Schwarz-Weiß-Denken drin ist, in diesem richtig-falsch, da ist man quasi eine Marionette dieses dichotomen Systems, dieses System, was halt einfach nur polarisieren will, was in Kleinkriege, so hat es ja Jeff Bird gesagt, in Kleinkriege zwischen den Menschen ausartet, wo man the big picture, das große Bild aus den Augen verliert. So, und das ist halt, und das möchte ich halt auch bei mir nicht haben. Ich möchte etwas, ich möchte einen wertvollen Beitrag leisten für die gesellschaftliche Evolution, ja, und für die, vor allem die geistige Evolution, was damit natürlich einhergeht. Und ja, und dann ist es halt tatsächlich so, dass ich halt Menschen halt auch dann eben sperre auf den Kanal, wenn sie eben nicht an der Stelle sind, ab der ich das tolerieren kann. Und das fühlt sich für mich natürlich nicht gut an. Ich würde gerne alle Menschen tolerieren und alle hier, jeder soll hier seinen Raum haben. Und am Anfang hatte ich das auch getan, die ersten 3 Jahre. Da haben ja auch Trolle und Hater und alles, wie man diese Menschen nennt, die halt so unreflektiert durchs Leben gehen, die hatten auch einen Raum und dann war das auch in Ordnung so. Aber ab einem gewissen Punkt merke ich, dass sich dann andere zurückziehen, weil sie eben
einen Raum voller Liebe möchten und sich weiterentwickeln wollen und die geistige Evolution vorantreiben wollen, indem sie bewusst sind, indem sie ihr Licht scheinen lassen, indem sie die anderen Menschen positiv beeinflussen. Und das geht tatsächlich besser, wenn man diese Menschen schützt und die Atmosphäre vor allem schützt. So, bei mir ist es jetzt so in Zukunft. Ich werde natürlich weiter versuchen zu kommentieren, weil, also zu moderieren, weil ich finde, da ist auch einiges an Potenzial da in den Kommentaren. Nämlich genau das, was ich gesagt habe, dieser Austausch und das zu erkennen, dass andere Menschen auch so sind. Und ich werde erstmal für mich derzeit zu meinem Mindset die Kommentarfunktion weiter so lassen, auch wenn ich es mir natürlich einfach machen könnte und einfach die sichere Variante einfach die Kommentare ausschalte. Ich habe das in einem Video ja auch schon mal probiert, eben aus demselben Grund, was Fuli jetzt gesagt hat. Einfach um mal was stehen zu lassen. Um ein Thema ist nie schwarz-weiß. Ein Thema ist immer differenziert. Es gibt immer Argumente für gewisse Standpunkte. Es gibt immer eine individuelle Sichtweise, die ich vertrete. Oder die ich nicht vertrete, sondern die ich einfach nur vorstelle. Es ist auch oft so, dass ich Dinge vorstelle in meinem Video, die ich gar nicht persönlich so der Meinung bin, sondern wo ich einfach die Theorie vorstelle. Viele verwechseln das immer. Sie denken immer, alles was ich im Video sage, das erfülle ich selber oder dafür stehe ich. Das ist kompletter Unsinn. Da habe ich schon 2 Videos dazu gemacht. Ich bin nicht das Video. Das sind einfach nur Thesen manchmal. Ja. Und ja, aber ich appelliere ernsthaft an alle YouTuber, die sich nicht die Zeit nehmen zu moderieren. Ausgehend von dem, was Jeff Bird gesagt hat, dass Freely da gepostet hat, dass sie ihre Kommentarfunktion sperren. Wenn sie nicht die Zeit haben, diesen Raum zu schaffen für Respekt und für Toleranz, dann sollten sie die Kommentarfunktion sperren. Ich finde das sehr wichtig. Natürlich bedeutet das Einnahmen einbußen. YouTube rankt das Video nicht so hoch, aber auch wenn man die Daumen abschaltet. Ja, das ist bei mir auch der Fall gewesen. Ne? Dass man gemerkt, okay, ungefähr 10-20% weniger Views. Und ja, aber die Kommentarfunktion, das wird wahrscheinlich dann auch nochmal weniger Views gehen. Aber wer wirklich idealistisch unterwegs ist, ja, der sollte sich ernsthaft diesen Schritt überlegen. Und ich appelliere ernsthaft an alle YouTuber, die nicht die Zeit haben, ihre Kommentare, die sie vorfinden, zu moderieren, die Kommentarfunktion abzuschalten. Um damit nicht diesem System, dieses sich selbst erhaltene System von richtig und falsch, um Beleidigung, du bist ein Idiot, ich hab recht, nein, du bist ein Idiot, ich hab recht, du bist gut, ich bin böse, ne? Daumen hoch, Daumen runter, um das wirklich nicht zu unterstützen, einfach um differenzierten Video in den Raum zu stellen, man kann sich das anschauen, man hat keine Möglichkeit in irgendeiner Weise dieses zu polarisieren nach außen, sondern man kann es für sich aufnehmen. So. Und wenn man nur Interesse hat zu polarisieren oder rumzutrollen oder sowas, ja, dann kann man sich irgendwo treffen, da gibt es ja auch Foren, da kann man sich treffen, da kann man sich austauschen, lustig machen, oh, der Penner, der hat wieder sowas Blödes gemacht und ja, so, das ist dann vollkommen in Ordnung, ne? Also ich selber war ja auch an dem Punkt mal in meinem Leben und dann ist das vollkommen in Ordnung, da können sich die Menschen treffen und jeder ist gut, so wie er ist, ne? Und aber das große Ganze, die Gesellschaft, die wird dadurch nicht beeinflusst durch etwas, ja, egal, durch diese Menschen. Ne? Also, Respekt an Freely, also wirklich vom tiefsten Herzen großen Respekt, dass sie als Riesen-YouTuber diesen Schritt geht und ja, da muss ich sagen, also ich persönlich finde das wirklich bewundernswert. Immer in der Hoffnung, dass es auch tatsächlich aus diesem Grunde ist. Wie gesagt, sie ist seit 10 Jahren dabei. Man könnte natürlich, sie polarisiert ja ganz schön in ihren Videos, auch sagen, ja, sie kann mit dem Hass und der Kritik nicht umgehen. Gut, dann kann man aber auch die Art und Weise seiner Videos vielleicht umstellen und so. Ich glaube nicht, dass das bei ihr der Fall ist. Ich gehe wirklich davon aus, weil es macht ja auch Sinn und es ist ja auch zu beobachten, dass es tatsächlich die Tatsache ist, dass einfach die Gesellschaft, wenn man das so anschaut, dass das einfach Wahnsinn ist, wie unreflektiert, wie polarisiert die Menschen agieren und da gerade bei wirklich wichtigen Videos unwahrscheinlich und ja, von daher ja, Respekt von mir und man erkennt dann auch, dass da jemand ist, der wirklich mit Idealismus auch am Werk ist. Ne? Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr über diese ganze Thematik denkt. Kommentarfunktion abschalten. Ist das der richtige Weg?
Ist es der einzige Weg? Gibt es eine Alternative für große YouTuber, die eben nicht Zeit haben zu moderieren? Ja. Für mich kommt noch die Idee, wenn man ein großer YouTuber ist und viel Geld damit verdient, da könnte man doch Moderatoren beschäftigen, Menschen auch mit Idealismus, die vielleicht zurzeit gerade an ihrem Projekt arbeiten, um auch selbstständig vielleicht zu werden mit irgendetwas, muss ja nicht im Internetbereich liegen, und kann diesen Menschen sozusagen die Energie, die man bekommt durch YouTube, das Geld, kann das sozusagen weiterleiten. Ja? Ist ja auch so mein Traum, wenn der YouTube-Kanal bei mir jetzt über diese Grundversorgung hinaus Geld abwirft, dass ich dann irgendwie so ein Grundstück vielleicht irgendwann mal kaufe und so ein Space kreiere oder halt, ja auch, auf jeden Fall, ich will ja in meinem Leben nie wieder Geld anhäufen, sondern ich will das flowen lassen, dass die Welt einfach besser wird. So, und dass man das dann irgendwie, dass man Moderatoren beschäftigt und so weiter. Sowas vielleicht. Keine Ahnung, ich möchte auch nicht zu viel jetzt in den Raum werfen. Ich möchte gern von euch eure Meinung dazu wissen und ja, wir sehen uns in den Kommentaren.